Und Olaf Kretschmer ist in Essen bei Cloppenburg. Herr Kretschmer, wie sind denn die aktuellen Zahlen von Danish Crown? Es sind tatsächlich heute Morgen 3 Tests gewesen von Werkvertragsmitarbeitern, die positiv waren. Dazu ein 4. Da gab es eine Einstellungsuntersuchung. Also der hatte vorher nicht hier im Schlachthof gearbeitet. Und dann wurde sofort getestet. 332 Tests sind heute Morgen gemacht worden. Danish Crown arbeitet mit einem Labor zusammen, die ganz schnell Ergebnisse liefern. Und man konnte eben wirklich hören, fast wie hier Steine vom Herzen fielen. 180 Testergebnisse liegen jetzt nämlich vor. Also mehr als die Hälfte der Getesteten. Und es gibt keinen einzigen weiteren Infizierten. Das ist eine richtig gute Nachricht hier aus Essen. Hat das Unternehmen sich schon vorbeugend darauf eingestellt, Abläufe verändert, oder wie war man damit umgegangen? Danish Crown hatte eigentlich schon die ganze Zeit immer getestet, seit März 2000 Tests. Die hatten also damit gerechnet, dass es immer mal passieren könnte, dass irgendjemand infiziert ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die Leute natürlich auch manchmal Urlaub nehmen, dass die auch länger nicht im Betrieb sind und dass auch aus jeder Region dieser Welt dann quasi fast oder zumindest in Europa auch eventuell Infizierte zurückkommen könnten. Und die haben auch immer die Leute getestet, die aus dem Urlaub oder aus dem verlängerten Woche zurückgekommen sind. Und die haben aber auch Abläufe verändert. Zum Beispiel wurden die Pausen entzerrt. Also nicht alle Mitarbeiter machen zusammen Pause, dass nicht alle zusammen in der Kantine sitzen. Auch die Schichtanfangszeiten und Endzeiten wurden variabel gestaltet, sodass nicht so viele Leute in den Umkleidekabinen zusammensitzen. Also dass nur die Leute, die wirklich in einer Arbeitsgruppe zusammen sind, dann auch miteinander Kontakt haben. Teilweise geht es nämlich sehr eng zu in so einem Schlachthof, weil das eben Band Arbeit ist und da steht man nah beieinander. Allerdings ist da auch Maskenpflicht hier im Schlachthof. Herr Kretschmer, Danish Crown ist ja ein dänisches Unternehmen, was der Name ja schon nahelegt. Wieso sind die dann in Deutschland tätig? Danish Crown ist vor einigen Jahren hier nach Deutschland gekommen und die Erklärung dafür, ja, die ist fast ein bisschen, man kann es kaum glauben. Also Danish Crown hatte 16.000, 17.000 Mitarbeiter in Dänemark, da liegt der Mindestlohn aber bei 17 Euro. Und das war zu einer Zeit, als es in Deutschland noch keinen Mindestlohn gab. Man weiß, dass hier teilweise in Deutschland in den Schlachthöfen Leute gearbeitet haben, die irgendwo um die 3 bis 4 Euro Stundenlohn nur lagen. Und Danish Crown hat damals zu mir gesagt, als ich schon mal darüber berichtet habe, wir können nicht weiter in Dänemark produzieren. Wir haben da jetzt nur noch 6.000 Mitarbeiter. Den Rest haben wir nach Deutschland verlegt, weil Deutschland das Billiglohn-Arbeitsland in Europa ist. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit. Wir machen unseren Konzern dicht oder wir sind weiter am Markt. Dann müssen wir nach Deutschland gehen und müssen zu solchen Bedingungen, wie man hier nur in Deutschland produzieren kann, weiter produzieren. Also mit Werkvertragsarbeitern, die zumindest derzeit noch nicht mal einen Mindestlohn bekommen haben. Aber auch jetzt liegt der Mindestlohn ja noch weit unter dem dänischen. Und deshalb ist Danish Crown hier in Deutschland. Das zumindest die offizielle Stellungnahme des Konzerns. Und das wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Fleischindustrie, die Fleischbetriebe. Olaf Kretschmer, vielen Dank für diese Informationen. Guten Abend nach Essen.